Basket-Poke-Fans, mein Name ist Maxi und willkommen zu einem neuen Opening-Video. Wir haben die Inselwächter GX-Kollektion für heute am Start. Und ihr habt schon gesehen, nicht nur einmal, sondern auch zweimal steht ja auch so wie immer im Videotitel. Und was ist das Besondere an dieser Box? Wir haben endlich die Promo-Version zum Kapufala GX erhalten. Eine Karte, die jeder in seinem Deck haben muss, weil sie wahnsinnig stark ist. Und ja, wir bekommen sie sogar in einem sehr, sehr süßen Artwork. Aber nicht nur das, Freunde. Wir haben sogar noch die XL-Version und eine Promo-Version zu Kapukime GX plus 5 Booster. Das heißt, heute werden wir zusammen 10 Booster öffnen. Zwei dieser coolen Kollektionen und ich freue mich schon riesig drauf. Weil ich muss ehrlich zugeben, dass mir das Promo-Artwork von Kapufala sehr viel besser gefällt als das Original. Es schaut wirklich sehr, sehr süß aus. Und ja, schauen wir mal, was am Ende des Openings dabei rauskommt. Denn es sind verschiedenste Booster mit vertreten. Das heißt, die Chance auf verschiedene interessante Karten ist da. Ob wir sie ziehen, das ist wie immer eine Frage des Glücks. Aber es freut mich, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Ja, es geht immer weiter. Abonnentenzahlen steigen wunderbar. Auch da nochmal vielen, vielen Dank für den stetigen Support von euch. Wir haben es jetzt schon auf 1830 geschafft. Das heißt, wir sind gut, was unser Ziel anbetrifft oder angeht, dass wir am Ende des Jahres auf die 2000 kommen. Aber das erste Ziel ist ja bis Ende des Monats schon, auf 1900 zu kommen. Und es schaut wirklich, wirklich gut aus. Ich packe jetzt erstmal den ganzen Spaß hier aus. Gott sei Dank sind auch hier die Promokarten leicht aus dieser Verpackung zu heben. So, das gibt es auch einmal für euch. Ja, tatsächlich, hier nochmal ein Code für euch zu dieser Inselwächter GX-Kollektion. Ihr solltet also, wenn ihr den Code im Online-Spiel einlöst, diese beiden Promokarten rund um Kapukime und Kapufala bekommen. Lasst es mich wissen. Ich hoffe, es ist auch so, denn dann habt ihr direkt eine sehr, sehr spielbare Karte, die ihr für euer Deck benutzen könnt, falls ihr sie nicht sowieso schon habt. So, weiter geht's. Jetzt muss ich das Teil hier noch aufkriegen. Ist wieder bombenfest verpackt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, weil 5 Booster, verschiedenste Editionen, ja, dass wir da verschiedene coole Karten ziehen. Das ist jetzt natürlich das heutige Ziel. Wir haben heute kein Opening Battle, das ist in Ordnung. Davon machen wir aktuell auch, sage ich mal, verhältnismäßig viele, was den meisten Leuten auch sehr gefällt. Also auch da, falls ihr Lust habt, mal bei einem Battle mit dabei zu sein, schreibt mir sehr gerne eine Nachricht über Discord, Facebook, Instagram. Wie immer findet ihr alle diese Social-Media-Plattformen, wo ihr mich erreichen könnt, in der Videobeschreibung. Und während ich hier Lärm mache ohne Ende, nähern wir uns schon dem tatsächlichen Opening. Und ich möchte auch da nochmal darauf hinweisen, ich möchte solche Sachen immer live öffnen, dass ihr seht, oh, da werden keine Booster ausgetauscht. Das ist alles original aus dieser einen Edition, aus diesem einen Pack. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Jawohl, Echo des Donners. Perfekt, so. Echo des Donners, Echo des Donners. Wir werden das auch so einmal aufteilen. Ultra Prisma, zweimal und Stunde der Wächter und Sonne und Mond, Base Set. Schön, dass so viele von den Neuen dabei sind, denn die wollen wir natürlich als allererstes noch in die Sammlung mit reinpacken. Denn da fehlen uns noch so viele Karten. Und hier nochmal in der Nahaufnahme die zwei wunderschönen Promokarten um Kapufala und Kapukime. Die sind wirklich schön, muss ich sagen. Also auch da nochmal so den Hinweis vielleicht auf das Thema 2000 Abo Special. Wird da auch Verlosungen geben und vielleicht landet ja so ein Kapufala für euch auch mit in diesem Pod. Aber neben den XL-Karten, die wir schon gesehen haben, geht es jetzt los mit dem Opening nach einem Intro, das sein muss. Zumindest heute mal wieder. Sonst öffne ich das gerne auch mal im Vorfeld, dann müsst ihr euch das nicht immer komplett mit anschauen. Und wir beginnen. Sonne und Mond Nummer 1 mit Booster Nummer 1 und haben erstmal unser Lumpy, ein Paras. Die Karten kennt ihr schon, das Set ist bekannt. Die Karten haben wir alle schon mal gesehen. Mehr oder weniger auch spielbare sind da mitvertreten. Bubunkus Reverse Holo gefolgt von einem Costurso. Regular Rare Start wie gehabt. Wir beginnen entspannt und hoffen, dass dann die nächsten Booster etwas bessere Inhalte für uns bereithalten. Und ja, ansonsten, ja, die nächsten Boxen, die anstehen, vielleicht habt ihr euch da auch schon informiert. Wird ihr dann noch die Kollektionen geben zum Brutalander GX und auch zum sehr coolen weißen Kyurem. Dann erhalten wir auch davon die Full-Art-Versionen. Bisher gab es hier nur die Regulars und dann die Rainbows. Das heißt, auch dann haben wir diese Dreier-Serie komplett. Pokéball Reverse Holo und ein Fuegro Regular Rare. Gut, wir bleiben uns am Stil treu. Machen mit Regular Rares erstmal die
ersten paar Minuten voll und vielleicht gegen Ende des Openings knallen wir dann die Megakarten raus. Würde ich mir und euch natürlich auch wünschen. Denn wer schaut nicht gerne Videos, in denen Mörderkarten rauskommen an? Machen wir doch alle sehr gerne. Und hoffentlich schaffen wir das jetzt noch. Wir haben genug Booster da. Wasserpflaster, Reverse Holo, tolle Karte, definitiv. Plus ein Fiaro. Regular Rare, Nummer 3 in Folge. Gar kein Thema. Wir haben ja noch massig an Boostern. Echo des Donners freue ich mich am meisten drauf, weil da ist halt wirklich noch ein ganz, ganz großer Minusbestand, nachdem die letzten Displays nicht so gut gelaufen sind. Falls ihr das nicht gesehen habt, ja, 1800 Abonnenten-Special, ja, das gab's schon. Haben wir einen Livestream gemacht und ich habe 3 Displays für euch aufgemacht. Beziehungsweise auch für mich logischerweise, aber wir haben halt 0, nix gezogen. Super lächerlich, aber es hat Spaß gemacht. Trotzdem, Freunde, schaut es euch gerne nochmal an, freut mich auch da, nochmal Feedback zu bekommen. Solgaleo, Reverse und... Ich hatte gehofft, dass jetzt wenigstens meine Holo dabei ist, aber nope. Bisher 4 Regular Rares. Und wir sind schon bei Ultra Prisma. Heißt, die letzten 6 Booster für das heutige Opening sind schon da. Eine GX wird auf jeden Fall noch kommen müssen, Freunde. Irgendwas, eine Full Art, irgendeine Art Pull. Na, gerne auch ein bisschen mehr als so eine Holo. Das wollen wir natürlich alle sehr gerne sehen. Pampyro, das bekannte Fossil, das... Bekannte, unbekannte Fossil. Schillast und Rosarade. Regular Rare. Gibt es nicht. 5 Stück. 5-mal bisher in den Sand gesetzt. Aber vielleicht kommt jetzt die Quittung. Ja? Oder vielleicht kommt jetzt karmamäßig der Ausgleich zu meinen 3 Displays, wenn wir dann Echo des Donners aufmachen. Denn aus den bisherigen Sets haben wir schon alle Karten, das ist okay. Trotzdem möchte man immer was Schönes ziehen. Riolu, Reverse Holo, gefolgt von einem Abendmähne, Necrozma, GX, Regular. Das ist sehr, sehr nice. Die Karte schaut wunderschön aus. Natürlich auch die Full Art, bombastisches Artbook, weil das Pokémon einfach sehr cool ist. Und da freue ich mich über diesen Gangster-Pull. Schön, eine haben wir schon. Einen guten Pull haben wir. Und jetzt starten wir los. Wobei, habe ich noch ein Sleeve da? Ja, komm, dann packen wir die gleich mal in ein Sleeve. Ich habe jetzt keine Perfect-Size-Griff bereit, aber trotzdem ein paar für den Fall, dass wir noch was ziehen. Capo Fala und Capo Kime landen dann natürlich auch gleich in einer dieser Folien. Die Karten auch gut beschützt bleiben. Ganzen Müll erstmal hier wegräumen. So, Echo des Donners, es geht los. Bitte die Wiedergutmachung zum Display-Opening kann jetzt starten. Nach dem Honweiß, Lon Matsurika, kommt Reverse Holo, das super süße Evoli und dahinter versteckt sich ein Kapuriki Holo. Das ist ein Pull, Freunde. Das ist gut. Kapuriki haben wir auch schon beim Display Opening, glaube ich, 3 oder 4 Stück gezogen, also eine Menge davon. Es ist aber trotzdem ein cooles Pokémon, schönes Artwork. Cool, dass es dabei ist. Immerhin noch eine weitere. Ja, würden wir sagen, bei einem Battle wäre es ein Punkt. Ja, das heißt, es ist also ein Pull, den man sehen kann. Shanera, weiter geht es mit Robball. Eine umgedrehten Finsternis-Energiekarte. Trompec ist dabei. Pepek, Reverse Holo, gefolgt von wunderschönem, kleinen, aber süßen Nachthara. Das ist gut, davon haben wir auch schon beide Versionen für Nikis Sammlung. Einmal Reverse und einmal Regular. Fehlt uns nur noch das Psyana. Einmal als Reverse Holo-Karte. Aber auch das werden wir, denke ich, im Laufe der Zeit noch bekommen. Wenn das vielleicht sogar selber ziehen oder spätestens dann mal getauscht bekommen. Da seid ihr immer wunderbar am Start, wenn es darum geht, solche Karten noch für die Niki zusammenzubekommen. Vielen Dank also nochmal an dieser Stelle für diesen Support. Und wir ziehen ein Marikek Reverse Holo, gefolgt von einem Lanthorn Regular Rare. Im Hinterkopf ist immer so der Gedanke, solche Videos, die sind so traurig, die überhaupt hochzuladen. Ja, trotzdem machen wir das, weil... Leute, es ist einfach so, man kann nicht jedes Mal gute Karten ziehen. Man kann natürlich hunderte von Euro ausgeben, um eine Kollektion 5 oder 10 Mal zu öffnen. Das ist aber kein Garant dafür, dass immer was Gutes dabei ist. Also wir machen das. Schon wieder eine umgekehrte Energiekarte. Super weird. Wir machen das so, wie es ist. Ja? Das Everyday-Problem. Man kauft sich ein Produkt, hofft was zu ziehen und dann kommt nichts raus. Aber vielleicht hinter der Elektrokraft. Es ist die letzte Karte vorher. Nochmal Daumen drücken. Jetzt kommt... Ein Entei, Regular Rare. Oh Gott.
Oh Gott, also Echo des Donners kann mich anscheinend wirklich, wirklich nicht leiden. Das ist okay. Ich wurde gefragt, Maxi, machst du fürs 1900er Abo-Special nochmal ein Display zu der Edition auf? Und ich habe gesagt, nee, ganz ehrlich, das frustet einfach so ohne Ende. Und ihr seht's, wir haben so viele Booster aufgemacht. 10 Stück und es ist nichts dabei gewesen, wenn man ehrlich ist, ja. Irgendwo ist noch eine... Nee, da passt schon, das sind 10. Irgendwo hätte da noch was kommen sollen. Ist es aber nicht. So, dann packen wir nochmal die paar schönen Mädels hier mit ein. Kapukime, Kapufala, kommt alles nochmal in das Sleeve. Nicht, dass es heißt, der Maxi packt seine Karten nicht ein. Mache ich natürlich immer. Ihr seht es vielleicht dann nicht, weil ich es nach dem Video mache. Auf dem Playmat, ja, auf der Playmat passiert ja nichts. Das ist in Ordnung. Und ja gut, Freunde, schade, Marmelade, wie immer. Aber es hätte diesmal klappen können. Aber wir gehen mit einer Menge Regular Rares raus. 8 Stück an der Zahl. 2 Pulls mit einem Abendman in der Crossmar GX und einem Kapuriki Holo. Dafür, aber mir ging es wirklich primär um die beiden Karten. Weil Kapufala ist eine so schöne Karte zum Spielen. Natürlich unabdinglich mit der Fähigkeit Wunderfang, Energieantrieb und Kapu Heilung. Wobei die Ability dieses Pokémon wahnsinnig stark macht. Kapukime hat auch seine Daseinsberechtigung in einigen Wasserdecks. Einfach durch auch die GX-Attacke eine schöne Fähigkeit hatte. Und ja, Freunde, wie immer, es hätte besser laufen können. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Wir rennen weiter, ja, wir rennen weiter Richtung 1900 Abonnenten. Und ich freue mich über jeden, der dazukommt. Teilt also gerne die Videos und den Channel bei euren Freunden über eure Social-Media-Plattform, sei es Instagram, Facebook, WhatsApp-Gruppe. Ja, dass noch ein paar Leute dazukommen. Und dann steht auch schon bald hoffentlich das nächste Special an. Das heißt, wieder eine Verlosung für euch. Es gibt schon Geschenke, ich habe schon was organisiert. Das ist schon mal safe und würde mich freuen, wenn ihr das Thema mitpusht. Und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Abonniert den Kanal. Falls ihr neu dabei seid, lasst auch gerne nochmal einen Kommentar unten stehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Livestream auch wieder. Kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Einen Code gibt es noch hinterher. Wie immer, Codekarten hier für euch. Echo des Donners aus diesem Set. Könnt ihr bestimmt noch coole Karten ziehen, wie Zeraora. Und ich denke an den Poke-Fairy-Fan, der schon 5 Stück davon hat. Und wir haben aus 3 Displays nicht mal 1 gezogen. Freunde, ich wünsche euch was. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.